Wir sind heute vom Bundeskanzleramt und feiern den Start der Ehe für alle. Und wie kann man es besser tun, als am zweiten Tag des Jahres mit Kuchen und Sekt anzustoßen, wenn es darum geht, dass einer der wichtigsten Gleichstellungsschritte in Österreich in den letzten Jahrzehnten heute, gestern passiert ist. Und wer darf jetzt als Heiratsgericht? Also, es dürfen jetzt gleichgeschlechtliche Paare endlich heiraten, es dürfen heterosexuelle Paare endlich die eingetragene Partnerschaft eingehen und alle dürfen sich scheiden lassen. Also haben wir endlich zumindest in der Partnerschaft gleiche Rechte. Es geht aber jetzt darum, dass noch viel passieren muss, damit Gleichstellung in Österreich endlich eine Realität wird und man nicht nur davon redet. Und deswegen sind wir heute vom Bundeskanzleramt, um den Herrn Bundeskanzler auch darauf hinzuweisen, dass noch viel zu tun ist.